Es ist vielleicht ein Abschluss und zugleich der Beginn neuer Ermittlungen. 15 Jahre lang war Peggy K. vermisst. Nun sind ihre sterblichen Überreste offenbar gefunden worden. In einem Waldstück an der bayerisch-thüringischen Landesgrenze, rund 15 Kilometer entfernt von dem Ort, in dem im Mai 2001 das damals 9-jährige Mädchen verschwunden ist, dem oberfränkischen Lichtenberg. Ein Pilzsammler war bereits am Samstag zufällig auf die Skelettreste gestoßen. Daraufhin rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung liegt noch nicht vor, doch die Ermittler sind überzeugt, dass sie Peggys Leiche gefunden haben. Wir haben Knochen gefunden, zum einen den Knochen, den der Pilzsammler entdeckt hat, zum anderen natürlich bei intensiven Suchmaßnahmen weitere Knochen und Gegenstände, die aus unserer Sicht einen Bezug zu Peggy haben. Und deswegen gehen wir davon aus, dass es sich bei den sterblichen Überresten um das 2001 verschwundene Mädchen handelt. Rückblende. Groß angelegte Suchaktion im Mai 2001. Peggy K. war in der Nähe ihres Zuhauses verschwunden und blieb es 15 Jahre lang. Drei Sonderkommissionen schafften es nicht, den Fall zu lösen. Dafür verurteilte ein Gericht im Jahr 2004 diesen Mann wegen Mordes an Peggy, den geistig behinderten Ulvi K. Grundlage war ein Geständnis, das er jedoch später widerrief. Im Jahr 2014 wurde das Urteil aufgehoben. Nun also nimmt eine vierte Sonderkommission im Fall Peggy die Arbeit auf. Möglicherweise lassen die Leichenteile, die gefundenen Gegenstände oder Spuren daran Rückschlüsse auf den wahren Täter zu.